gebraucht. Aber das ist kein Grund zur Sorge, denn es ist Frühling und unsere Mutter Erde wird wieder neue Gaben hervorbringen. Und Frühjahrsputz kann man auch machen. Ganz genau, Yakari. All die Felle müssen gegerbt und die Tongefäße gereinigt werden. Darum kümmerst du dich, ja? Oh. Ich weiß, Schüsseln putzen klingt nicht nach Heldentaten, Yakari. Das, wozu deine Mutter dich da anhält, ist genauso wichtig wie die Jagd oder Fischfang für das Leben unseres Stammes. Mach ich, Mutter. Ich suche nur schnell Kleiner Donner. Ohne ihn werde ich es nicht schaffen, das alles zum Fluss zu schleppen. Es sind doch die müffeligen Vorratsreste vom letzten Jahr. Die habe ich eben nicht geworfen und du schleppst sie gleich wieder an. Dieses Nest muss gründlich sauber gemacht werden und du wirst es erst wieder im Herbst mit Vorräten vollstellen, wie sich das gehört. Geht das schon wieder los? Das sind alles Vorräte aus dem letzten Jahr. Die müssen raus. Die können wir gut für den nächsten Winter brauchen. Man darf doch nichts verschwenden. Den nächsten Winter? Das ist doch jetzt schon alles ungenießbar. Sieh zu, dass der Krempel hier verschwindet und wag es nicht uns noch mehr un... Guten Tag, Flughahnchen. Hallo, ich bin's, Yakari. Geht es euch gut? Ach, Yakari, das trifft sich gut. Macht man jetzt Frühjahrsputz oder sammelt man Vorräte? Kannst du das dem da mal erklären? Na, Frühjahrsputz. Deine Frau hat recht. Sammelt ihr eure Vorräte nicht im Herbst, wie es alle anderen Flughörnchen tun? Eigentlich schon. Aber man kann ja nie wissen. Also fange ich lieber jetzt schon an. Nachher hat man nicht genug. Du brauchst keine Angst zu haben. Sicher habt ihr genug, denn zur rechten Zeit gibt uns Mutter Erde alles, was wir brauchen, um uns zu ernähren. Es bringt nichts, wenn wir unnütze Dinge anhäufen. Das ist ziemlich viel Arbeit, Yakari. Ich werde einen Quarzstein nehmen, um die Bisonfelle abzuschaben. Aber zuerst baue ich mir einen Rahmen, um sie straff aufzuspannen. Das Säubern und Enthaaren geht dann bestimmt viel schneller. Schon wieder ein Loch? Das nähe ich schnell zu. Was? Hey, wo sind die ganzen Sachen hin? Ich hatte dich gewarnt, ich will solchen Plunder hier nicht mehr sehen. Verschwinde von hier und such dir gefälligst ein anderes Nest. Ich muss Yakari finden. Das ist das Revier von Flughörnchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich Sachen von uns nimmt. Yakari, sieh mal! Hey! Ich hab dich gesehen, Flughörnchen! Hast du mich gerufen, Yakari? Oh, du bist da? Ja, natürlich, ich habe dich gesucht. Aber wenn du da bist, wer steckt dann wohl unter dem Topf? Meine Frau hat mich rausgeworfen. Du musst mir ganz dringend helfen, Yakari. Auf dich wird sie sicher hören. Bitte rede mit ihr. Das geht jetzt nicht, Flughörnchen. Jemand hat mir all meine Sachen weggenommen. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, werde ich den Wald verlassen müssen. Ja, na gut, ich rede mit ihr. Doch danach muss ich den hinterhältigen Dieb finden, der mit all meinen Sachen verschwunden ist. Schneller, Yakari! Ich habe lauter Schnickschnack beim Nest gefunden und jetzt glaubt meine Frau, dass ich das gesammelt hätte. Aber das war ich nicht. Bestimmt können wir die Geschichte klären. Glaubst du? Hui. Hier, Yakari! In dem Baum ist das Nest. Genau wie mit den anderen Sachen. Sie hat alles runtergeworfen. Ja, nur leider gehören mir diese Sachen. Dieser Quarz und die Schüssel. Wie kommt das hierher? Ich war das nicht. Bitte glaub mir. Wenn das so ist, finden wir raus, wer diesen Unsinn angestellt hat. Sieh mal einer an. Unser Dieb hat also Krallen, mit denen er auf Bäume raufklettert. Hier angekommen, steckt er seine Pfote in die Baumhöhle. Ungefähr so. Oh, was ist denn das? Kannst du denn nicht aufpassen? Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Wirklich nicht, nein. Und dir hatte ich doch gesagt, du sollst von hier verschwinden. Aber nun will ich endlich wissen, wer das angestellt hat. Ja.
Nur ein Fuchs? Ja, aber nicht irgendeiner. Ich bin nämlich ein Graufuchs. Nichts passiert, kleiner Mensch. Du hast eine komische Art, Bäume runterzuklettern. Du aber auch. Also, du hast mir die Sachen stibitzt und sie dann bei den Flughörnchen verstaut? Ich wollte, dass du das Flughörnchen für einen Dieb hältst. Warum denn das? Ich wollte ihm eine Lektion damit erteilen, denn er hat letztes Jahr im Herbst beim Vorrätesammeln fast nichts übrig gelassen für die anderen. Ach so. Meinetwegen ziehe ich ihn aus. Dieser Baum ist nicht groß genug für uns beide. Dann suche ich mir eben jetzt ein Nest nur für mich. Siehst du, wo deine Streiche hinführen? Ich hätte da schon längst ausziehen sollen. Was will das Flughörnchen mit diesem geradezu lächerlich großen Beutel? Es kann nicht einmal mehr von Ast zu Ast fliegen. Ich werde es schon noch schaffen. Flughörnchen! Lass doch den Beutel los, Flughörnchen. Mit dem wirst du niemals fliegen können. Yakari! Kleiner Donner! Sei vorsichtig, kleiner Donner. Du musst vom Feuer weggehen. Yakari, sieh doch da! Ganz oben! Was macht er da nur? Flieg, Flughörnchen! Du musst sofort von dem Baum weg! Lass endlich diesen Beutel fallen. Beeil dich! Er ist verrückt. Dann werde ich ihn retten. Ich werde hier hinaufklettern. Auf der Seite brennt es noch nicht. Aber dafür brauche ich deine Hilfe, kleiner Donner. Ja. Oh nein, Yakari, das ist zu gefährlich. Oh, oh. Oh. Pass auf. Oh. Yakari! Oh nein, du armer Du. Vergiss endlich den Beutel, du verrückter kleiner Dickkopf. Meine Schätze. Oh nein, mein schöner Beutel. Flieg endlich, worauf wartest du? Aber Yakari, wir Flughörnchen fliegen doch gar nicht. Wir gleiten immer nur von Ast zu Ast. Und Äste gibt es ja gar keine mehr. Was soll ich bloß machen? Na ja, zum nächsten Baum kann ich auch nicht mehr gleiten. Die sind alle viel zu weit weg. Wir retten dich. Ich bitte dich von Herzen, Yakari. Er kann nicht springen, dafür ist er viel zu hoch. Du hast alles versucht, Yakari. Mehr kannst du nicht für ihn tun. Und du bist viel zu schwer, um darauf zu klettern. Aber sonst wird er gleich ersticken, Graufuchs. Von uns allen bist du der Einzige, der ihm jetzt noch helfen kann. Na gut, Yakari, ich werde es tun. Ich werde meine Schätze nie wiedersehen. Und nie wieder werde ich sehen, wie die Nüsse an den Bäumen reifen. Ach, hätte ich doch nie mein gemütliches Nest verlassen. Bist du langsam mal fertig? Es wird allmählich zu warm. Ja, aber wie kommen wir hier runter? Ich kann nicht klettern. Ich habe viel zu viel Angst. Und es gibt keine Äste mehr. Na komm. Und halt dich gut fest. Ich werde dir jetzt zeigen, wie ein Graufuchs so einen Baum herunterklettert. Was ist das denn für eine komische Art, so einen riesigen Baum runterzuklettern? Ich habe Angst. Das hast du toll gemacht, Graufuchs. Was für ein Glück, dass keinem von uns irgendwas passiert ist. Du bist aber eben sehr mutig gewesen. Ich hatte ja ganz schlimme Angst um dich. Ich danke dir, Graufuchs. Du bist wirklich ungeheuer mutig. Kleiner Donner und ich... Wie? Wo ist Kleiner Donner? Hier ist Wasser, Yakari. Damit das Feuer nicht wieder ausbricht. Danke, kleiner Donner. Aber zum Glück besteht jetzt keine Gefahr mehr. Bringen wir alles ins Dorf. Der Stamm kann das Wasser sicher gut gebrauchen.
Kannst du noch, kleiner Donner? Na klar, aber es geht sehr hoch. Und all das nur, um Steine zu sammeln. Halte durch. Die schwarzen Steine sind sehr wichtig für unseren Stamm. Aus denen lassen sich die besten Werkzeuge und Pfeilspitzen machen. Ich verstehe langsam, warum kleiner Dax lieber zu Hause bleiben wollte. Der Wind hier oben kann schrecklich kalt sein, aber ich bin trotzdem... Tiere, vielleicht werden wir noch einige kennenlernen. Wir sind da. Das schwarze Gestein werden wir hoffentlich an den Hängen dieses Berges finden. Das ist ein guter Platz. Hier sind wir im Windschatten, also werden wir hier unser Lager aufschlagen. Gut. Kühner Rabe und hastiges Eichhörnchen, ihr baut zwei Zelte für die Nacht auf. Yakari, du sammelst Feuerholz. Mach ich, Vater. Und du wartest hier. Du bist heute wirklich weit genug gelaufen. Vielen Dank, Yakari. Na klar, erhol dich gut. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Nanu? Diese Hufabdrücke. Ja, das kann nur ein Wapiti sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Weg auch wiederfinde. Wo kommt der Krach her? Hört sich an wie brechende Äste. Großer Wapiti! Lauf nicht weg! Keine Angst, kleiner Mensch. Was ist da passiert? Das sind zwei, die sich im Kampf verloren haben. Jetzt ist die Zeit der Kämpfe unter uns Wapitis. Viele Monde lang waren ihre Geweihe untrennbar ineinander verhakt. Sie konnten sich nicht befreien. Wo will er hin? Er tritt gegen einen anderen Bullen in seinem Alter zum Kampf an. Dazu treffen sie sich auf einer Lichtung. Aber warum kämpfen sie? Folge mir. Yakari braucht sehr lange, um Holz zu holen. Sei unbesorgt, kühner Blick. Dein Sohn ist klug. Da zieht ein Unwetter auf. Er sollte lieber bald zurückkommen. Ein Wolf. Die sind wunderschön. Die Männchen kämpfen miteinander, um Weibchen zu erobern. Oh, unglaublich. Das ist das Geräusch, das ich gehört habe, das Krachen ihrer Geweihe. Oh nein, mein Feuerholz! Ich muss zurück zu meinen Leuten! Oh. Los, pack mein Geweih! Werden wir es schaffen, ihn abzuhängen? Ich bin bei weitem schneller als dieser Felk, los! Sag mal, wie heißt du? Yakari. Das ist ja ein Unwetter. Ich kann nichts mehr sehen. Halt dich gut fest. Ich sehe für uns beide. Ist er immer noch da? Wir werden ihn schon noch loswerden. Hab keine Angst. Wie soll ich denn jetzt nur zu unserem Lager zurückfinden? Kleiner Donner. Was ist denn, mein großes Pony? Du machst dir auch Sorgen, was? Ich denke, das heißt, ich soll dir folgen. Du bist wirklich ein guter Fährtenleser. Wir müssen Yakari unbedingt finden, bevor es anfängt zu schneien. Denn sonst verlieren wir seine Spur. Wir laufen ja immer höher in die Berge, großer Wapiti. Und es ist so schrecklich kalt. Du kannst mir vertrauen, Yakari. Ich weiß einen sicheren Ort, wo wir warten können, bis der Schneesturm vorbei ist. Thank you.
gut. Mir ist ja seltsam. Mir ist richtig mollig. Wow. Ist das schön. Was ist denn? Ja, aber... Wasser, das kocht? Da staunst du, was? Schön, nicht? Schade nur, dass kleiner Donner nicht hier ist, um das auch zu sehen. Wir haben die ganze Nacht gesucht und keine Spur von Yakari. Nicht eine. Hoffentlich hat er einen Unterschlupf gefunden. Was sollen wir tun? Kleiner Donner? Witterst du etwas? Ja! Oh nein! Wölfe, die sind ganz in der Nähe. Schnell weg von hier, Yakari. Zurück! Komm, kleiner Donner! Ich hoffe, wir sind weit genug weg von den Wölfen. Wir können uns ein bisschen ausruhen. Wenn ich nur wüsste, wie ich meinen Vater und kleiner Donner wiederfinden kann. Kleiner Donner! Vater! Da! Die Wölfe! Yakari, lauf schnell weg! Ich halte sie auf! Steig auf! Folge mir, Yakari. Nein, Vater, tu das nicht! Wir müssen den großen Wapiti folgen! Du musst weg von dem Wapiti gehen! Die Wölfe werden sich alle auf ihn stürzen! Bitte vertrau ihm, Vater! Er hat mir das Leben gerettet! Dann ist es gut! Ich vertraue dir, mein Sohn! Wapiti, sie kommen! Wir dürfen nicht anhalten! Seht doch mal! Vater, das ist unglaublich! Sie sind völlig verunsichert, die wissen nicht weiter! Vorsicht, da kommt einer! Zum Glück habe ich Hufe! Der arme Wolf! Da hat sich einer die Pfoten verbrannt, ein seltsames Stück Erde! Da, sie geben auf! Wir sind alle gerettet, Yakari. Und das nur durch den Wapiti. Er kennt die Geheimnisse der Berge. Das verdanken wir auch dir, mein Sohn. Dir und deinem großen Wissen über die Tiere. Und dann auch deiner Gabe, all die Tiere zu verstehen. Na los, geh noch mal zu ihm. Er scheint auf dich zu warten. Du hast mich zweimal gerettet, großer Wapiti. Das werde ich dir nie vergessen. Auf Wiedersehen, Yakari. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Yakari, hier, sieh dir das mal an. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Der Boden ist kochend heiß. Darum ist der Schnee hier weggeschmolzen. Und die Tiere wissen, dass durch die Wärme hier eigentlich immer Sommer ist.